Gibt es eine Lordosenstütze hier im Tesla Model 3? Ist die genau wie im Tesla Model S verbaut? Oder gibt es sowas Luxuriöses nicht hier im Tesla Model 3? Ich stelle immer wieder fest, dass Menschen, die den Tesla besitzen, also das Tesla Model 3, nicht wissen, und dazu gehöre ich übrigens auch bis vor kurzem, nicht wissen, dass es eine Lordosenstütze gibt. Ja, tatsächlich, ihr habt richtig gehört, sie ist verbaut und sie gibt es. Ich wusste es auch eine Zeit lang wirklich nicht. Und mir ist es erst aufgefallen, als ich hier auf dem Beifahrersitz mal Platz genommen habe, weil ich wollte einfach mal die Beinfreiheit überprüfen und einfach mal sehen, wie man da so sitzen kann, weil ich sitze ja meistens auf der Fahrerseite. Und erstmal war ich natürlich sehr erstaunt. Es gibt eine unglaublich große Beinfreiheit. Das ist bei den Elektrofahrzeugen ja auch Standard, dadurch, dass wir eben, ja, ich sag mal, vorne in der Regel keinen Motor haben oder beziehungsweise einfach nach vorne nicht so einen großen Motor und einfach viel Platz haben, kann man diese Fahrzeuge hier natürlich ganz anders bauen. Deswegen finde ich es schrecklich und furchtbar, wenn man im Prinzip einfach nur, wie das jetzt BMW macht, diesen X3 da einfach nur auf der Verbrennerplattform einfach nur umbaut. Ja, das ist für mich eine Katastrophe. Da habe ich da hinten auch noch hier den Kardantunnel hier da laufen und Gottes Willen, also das finde ich also eine Katastrophe. VW macht es ja besser, die haben ja diese neue Plattform entwickelt und das finde ich grundsätzlich erstmal auch besser. Ich möchte auch, wenn ich vorne die Haube aufmache, dass ich da also einen Kofferraum vorfinde, ja. Also wenn schon, denn schon. Na gut, und ich merkte plötzlich im Rücken auf dem Beifahrersitz, ey, was ist das denn? Das ist ja richtig toll, das ist ja angenehm, das ist prima. Moment mal, das hast du auf deiner Seite doch überhaupt nicht. Und dann habe ich meine Frau gefragt und so und dann meinte sie, hör mal, das kannst du an der Seite verstellen. Da gibt es so einen runden Knopf und da kannst du das verstellen. Da dachte ich mir, Moment mal, da gehst du aber nochmal raus, nochmal gucken, ob du das auch auf deiner Seite hast. Und tatsächlich, diesen runden Knopf gibt es auf beiden Seiten und man kann also den Sitz so verstellen. Also einmal hat man unten so einen Balken, das ist also für vorn und zurück. Und rauf und runter kann man schön kippen. Dann an der Seite noch die Lehne, die Rücksitzlehne, ganz normal. Und da dachte ich, das war's. Nein, nein, da gibt's noch so einen runden Knopf. Und mit dem Knopf, da kann man noch ein bisschen mit spielen und sich die Lordosenstellung hier noch verändern. Jetzt kommt's allerdings. Man kann ja hier Fahrerprofile einstellen im Tesla Model 3. Das hatte ich immer ein, zwei Videos vorher mal erklärt. Und man kann die Sitzhöhen und auch hinten und zurück und so, das kann man ja alles einstellen. Und das speichert er auch sofort ab. Also wenn man da was ändert, dann speichert er das sofort ab. Wenn du auf Speichern drückst, wenn du sagst, ich verändere jetzt mal ein bisschen was, ich fahre mal was nach vorne, ich fahre mal was zurück, ich ändere mal das und das. Wenn du das nicht auf Speichern stellst, bleibt dein Profil erhalten. Und du kannst dann später, wenn es dir nicht mehr gefällt, wieder auf dein altes Profil zurückfahren. Das geht. Ist zum Beispiel ganz praktisch, wenn man das Auto mal sauber macht. Dann fährt man den Sitz einfach nach vorne. Den kippt ein bisschen vielleicht die Rücklehne nach vorne und macht das Auto sauber. Und dann spellt dann später wieder auf Wiederherstellen und er fährt ja wieder in die alte Position zurück. Die Lordoseneinstellung wird nicht gespeichert. Wenn du die eingestellt hast, dann bleibt die in dieser Stellung. Die wird nicht gespeichert, kann man nicht speichern. Übrigens auf der Beifahrerseite kann man die gesamte Sitzposition nicht speichern. Wenn das da weg ist, dann ist es halt weg. Ja? Wenn ich den Sitz da nach vorne fahre, dann ist er halt nach vorne gefahren. Dann muss ich die Einstellung wieder neu suchen. Man kann hier nichts speichern. Übrigens, immer wieder interessant, wenn man eine neue Sitzposition dann wählt, wenn man also mehrere eingestellt hat, dann ist unter den Fahrerprofilen nicht nur die Sitzposition eingespeichert, sondern auch zum Beispiel die Sitzheizung. Oder zum Beispiel, wenn du unter einer Sitzposition zum Beispiel den Fahrermodus lässig eingestellt hast oder ein anderes Lenkprofil eingestellt hast, dann, und du rufst diese Position auf, also diese Einstellung, Fahrerprofil wieder auf, dann ist nicht nur dein Sitz, der in die Position geht, sondern auch deine Fahrerprofile, die du eingestellt hast, zum Beispiel im Fahrzeug, also lässig, Sportmodus, Lenkmodus, alles fällt noch damit drunter. Also ich falle auch immer wieder drauf rein. Manchmal ändere ich dann zum Beispiel den Sitzmodus, der verändert sich, und plötzlich merke ich, ui, die Heizung wird zu heiß. Ja klar, weil ich hatte unter dem Profil auch die Heizung verändert. Da
dann ändere ich die Heizung wieder und er speichert das unter dem Sitzprofil dann auch wieder ab, sofort. Ja, da lüge ich nicht. Wenn ich jetzt also hier drauf drücke, ja, die Heizung wird sofort hinter dem Profil hinterlegt. Sofort. Auch die Sitzheizung übrigens auch. Muss man ein bisschen aufpassen. Und jetzt gehen wir mal nach draußen. Ich zeige euch jetzt mal, was ich meine mit dem runden Knopf und die Lordoseneinstellung. Ich denke mal, für Leute, die eben ein Hohlkreuz haben oder vielleicht auch ein Rundrücken haben, kann man das sehr schön einstellen, so dass man in dem Wohlfühlbereich ist. Muss, denke ich, jeder für sich selber einstellen. Aber für lange Fahrten bestimmt ganz gut geeignet. Aber jetzt gehen wir mal raus, ich zeige es euch von draußen. Der Jörg, bis gleich. So, wir machen mal die Tür auf. Und dann zeige ich euch mal genau, wo das ist. Von aus, dass die Welt global verknüpft. So, und hier haben wir den Sitz, den Beifahrersitz, den Fahrersitz auf dem Beifahrersitz auf der anderen Seite. Und hier sieht man einmal die Möglichkeit, den Sitz nach vorne zu verstellen. Oder eben nach hinten, nach oben. Man kann ihn auch kippen, nach vorne kippen. Dann habe ich hier noch die Möglichkeit, die hintere Lehne zu bewegen. Also hier ist sozusagen der Sitz nachgebildet, die Sitzfläche, die Rückenlehne. Und hier dieser runde Knopf, das wissen viele gar nicht, das ist die Lordose. Da kann ich nach unten drücken, nach oben, zur Seite oder nach hinten. Und dann bewegt sich die Rolle im Kreuz, also hier ist so eine Rolle drin, die bewegt sich dann nach oben, nach unten oder nach vorne und nach hinten. Und wenn du hier sitzt, merkst du das ganz deutlich im Rücken. Also ihr habt hier so einen runden Knopf und damit könnt ihr die Lordoseneinstellung hier bei eurem Fahrzeug vornehmen. Finde ich ganz angenehm im Rücken. Ja, vielleicht ganz besonders auch für Leute, die eben, ich sag mal, vielleicht ein Hohlkreuz haben oder sowas, extremes Hohlkreuz. Dann haben sie die Möglichkeit, das Hohlkreuz ein bisschen auszugleichen, indem da so eine Rolle reinkommt. Ja, okay, dann würde ich sagen, war es das an dieser Stelle. Ich hoffe, ich konnte wieder ein bisschen weiterhelfen. Der Jörg hier aus Darmstadt. Tschüss!